Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In den letzten Folgen haben wir unser System hier sehr stark ausgebaut. Wir sehen schon, hier haben wir Züge in Massen rumfahren. Hier ist einer, der andere ist hier schon und ist jetzt voll beladen, wird jetzt auch seine Drehrunde machen und jetzt gleich losfahren. Jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Ja. Schauen wir mal, wie gut der Abstand da klappt. Das System sollte das gut eingepackt haben. Was ich jetzt gerne noch schauen würde, dass wir Kohle, wir haben hier eine hohe Kohleproduktion schon. Was ein bisschen problematisch ist, dass wir die Kohle nicht so gut transportieren oder verteilen können, wie es wahrscheinlich praktisch wäre. Und ich glaube, wir können auch nicht über den Bahnhof hier verteilen anfangen, oder? Also ich weiß nicht, ob der Bahnhof eine logistische Verbindung, nee, hat er nicht mit der Kohle. Das ist schade. Denn also er verkauft immer noch weiter hier dran. Der läuft relativ gut, wie es ausschaut. Wir können rein theoretisch sogar gleich noch einen Holzzug einbauen. Und dann wird dieses System hier relativ voll. Was mich zu der Idee gebracht hat, also das haben wir gleich in der letzten Folge auch schon gehabt, dass wir hier daraus sozusagen noch ein zweites System bauen können. Weil immerhin müssen wir jetzt hier hin und her fahren, aber ich glaube, das funktioniert nicht so, wie es wir vorstellen würde. Was auf jeden Fall heute ansteht, ist der Ausbau vom Brichtenstedt Nordostbahnhof, Nordstadt Nordostbahnhof, links da hier. Das Hauptquartier würde ich gerne umsetzen, weil es steht mir jetzt dezent im Weg. Ich würde das gerne hier irgendwo hinsetzen, weil ich würde hier gerne den Bahnhof ausbauen. Denn wir haben jetzt 180.000. Wir haben hier einen Zug, der runter in die City fährt, die andere Stadt unten ist uns noch abgekapselt. Ich weiß gar nicht, wie viel wir denn dafür zahlen, dass wir hier hinkommen würden. 3,2 Millionen. Puh, okay. Ich muss jetzt halt genau planen und überlegen, wie man es macht am schlauesten. Ich habe auch nicht schon überlegt, ob wir nicht vielleicht einfach so eine Sammelstelle machen für bestimmte Sachen. Weil halt irgendwie ist es doch schon notwendig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie voll ist denn die Kohle hier immer. Aber das Problem ist halt, dass hier auch dezent voll ist immer, ne? Das Verladen an so einem kleinen Teil hier ist halt auch nicht das Beste. Gibt es da nicht irgendwie sowas wie mehrgleisiges Verladesystem oder sowas? Das wäre halt mega geil. Hier ist eine Presse. Was ist denn die Presse eigentlich? Ja, ich stelle mal kurz an die hin. Für was bist du da? Ah, okay. Da könnte ich jetzt die Barren in Platten um Eisenplatten umwandeln lassen. Okay. Good to know. Brauche ich gerade nicht. Was halt geil, wir haben hier so Terminals. Und das Problem ist halt, dass dieses Güterterminal zu wenig ist im Grunde, wenn wir es so überlegen, ne? Weil wir bräuchten halt doch irgendwie mehr, vor allem für den Transport dann hier runter. Wenn ich jetzt wirklich hierhin transportieren lasse, dann muss ich das irgendwie verteilen können. Bedeutet, ich bräuchte hier... Ah, hier habe ich eh Kohle. Ich transportiere eh Kohle hin. Also rein theoretisch könnten wir hier einen Zug hin platzieren. Und dann hier unten die Kohle anschiffen. Das könnte funktionieren. Bedeutet... ich werde hier... Mal, warte mal, das Ding ist ja auch boomvoll, glaube ich, ne? Auf jeden Fall wird da nicht viel genutzt. Wir werden jetzt hier... Ressourcengewinnung, nee, darum geht es ja gar nicht. Großes Lagerhaus wäre natürlich für die eigentlich dann geil, ne? Wenn es so überlegt wäre, dann großes ist dann gar nicht so schlecht. Da könnte das üben. Wir können maximal 1,5 Millionen leihen. Mach mal zu hier. Wir müssen jetzt überlegen, wie wir das am schlauesten machen. Hier sind wir überall versorgt. Mit rein theoretisch muss ich nur einen Kohlezug noch einführen. Kaufen. Oh lol, neue Züge. Lol. Er braucht da keinen schnelleren Zug rein theoretisch. Er braucht da so einen ganz gemütlichen Zug einfach nur. Kommen wir in den Glasgow hin. Offener Wagen.
Offener Wagen, der braucht ja nicht viel transportieren, rein theoretisch. Kohle, 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 Kohle. Kaufen. Und der muss ja nur dieselbe Linie nehmen wie er hier. Der nimmt eine individuelle Route. Okay, gut zu wissen. Dann machen wir die auch eine individuelle Route. Hier laden. Und hier entladen. Let's go. Ein kleinerer Zug, aber der soll halt auch seinen Speed halten. Also mich eher interessieren würde, ihn hier auszutauschen. Er transportiert halt nicht viel, ne? Und auf eine gewisse Weise lohnt sich's dann auch nicht. Ach schau, der stoppt jetzt schon hier. Wieso das denn? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum stoppt er? Jetzt stoppt er hier? Aber war das vielleicht hier, weil irgendwie das Gleis belegt war? Das sind Sachen, die man herausfinden müsste. Aber was ich machen muss, ist eigentlich, dass ich sage, okay. Warte mal, mal Pause. Das funktioniert nicht, wenn ich jetzt sage, okay, hier steht was. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich es im Kopf habe. Und ich sage, hier muss es hin. Dann ist es ein eigenes Teil. Gut. So. Also rein theoretisch müsste er jetzt sagen, wenn das hier, wenn der vorbeikommt, stopp. Nein. Du fahr weiter. Jetzt fahr du. Warum hat das jetzt nicht geklappt, so wie ich es wollte? Alter! Wie kommst du nur auf die das Gleis zu nehmen? Jetzt wieder umdrehen. Hallo, dein Ziel ist vor deiner Nase. Alter! Fahr! Kann ich dem hier sagen? Fahr doch einfach! Es ist so ein loster Zug einfach. Warum ist er denn so lost? Irgendwie sind die Züge gerade voll lost. Jetzt stehen beide hier und sagen, hä? Warum? Es ist, weil er jetzt keinen zweiten Plan hat, so halt hinzufügen. Ah, das ist gerade vollkommen verwirrend, was er jetzt gemacht. Entladen. Er hat's gecheckt. Okay, warte, ich muss vielleicht da hinten. Hat das jetzt zu Verwirrung gesorgt oder was? Bitte sag, dass sie wieder entwirrt hat. Oh Gott sei Dank.
Ey, das war's ja jetzt. Ein kleiner Fehler bei so einem Schienengleis und alles ist im Arsch. Das ist echt uncool. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel das hier? Das Vorsignal. Ich weiß nicht, was dieses Vorsignal heißt. Wenn ich jetzt das hier im Gegensatz zu dem einbaue. Dieses Vorsignal, was kann ich mit dem machen? Aha, er sagt jetzt hier gelb. Sagt er rot? Mich würde echt interessieren, was das heißt. Er sagt jetzt orange. Okay, jetzt sind. So will ich das! Genau so will ich das! Das ist mega gut! Und jetzt ist beides grün. Schaltet er grün. Geil. Mega geil. So wollte ich das die ganze Zeit. Oder der sagt hier, ob ein bisschen was frei ist oder nicht. Cool. Das ist echt geil. Bedeutet, rein theoretisch muss ich das ja auch nur zum Formsignal umwandeln, oder? Und dann sagt er an, ob hier alles Paletti ist oder ob nichts so frei ist. Aber jetzt müsste dann orange werden. Ja, orange. Weil es ist ja noch Platz. Es funktioniert einfach. What? Lol, geil. Ey, wird doch Kohle geliefert, oder? Ja, wird ja. Schließung verhindern. Du bist ein Liefersystem von uns. Der ist Eisenlieferant. Jetzt dürfte hier aber die Kohle langsam auch eng werden, oder? Ich weiß es nicht. Weil so viel Eisen haben wir ja gar nicht. Das ist 8, 16, 32. 32 Eisen pro Runde. Eigentlich weiß ich weiß gar nicht, wie viele Kohlelieferanten ich da drin habe. Aber rein theoretisch könnte ich den mal so, wahrscheinlich sogar voller machen. Ich setze jetzt einfach nochmal ein Lager. Na. Oh. Nee. Sicher nicht. Ich setze jetzt nochmal ein Lagerhaus. Für Kohle. Damit sie weiter vollfüllen können, wenn es sein muss. Forschen wir eigentlich noch? Nee, tun wir nicht mehr. Ah, stimmt, weil ich absolut keinen Plan habe. Was? Dafür bräuchte ich Bretter. Dafür müsste ich Bretter liefern von A nach B. Eine Schneiderei. Da muss ich Eisen liefern. Und die Stahlbarren. Labor 2. Okay, Fertigung. Die wollen ja alle Stahlbahnen. Ich habe keine Stahlbahn. Musste für erstmal Steinverarbeitung. Auch interessant vielleicht. Ein Brecher. Dafür brauche ich erstmal Stein. So schaut's aus. Dafür brauche ich Kupfer. Dafür brauche ich Sand. Dafür brauche ich Holzträger. Da kriege ich eine Sandgrube. Steinbruch. Und eine Kupferarsche. Ja, das ist das. Also muss ich im Grunde das machen erstmal. Dafür muss ich das erstmal machen. Dann tun wir das mal anfangen, oder? Tun wir das hier mal in die Liste rein. Wo waren das jetzt wieder? Bergbau, oder? Ja. Kann ich den stoppen? Aus. Perfekt. Ich tue ein bisschen die Produktion hier reduzieren. Okay, warte mal. Du willst... scheiße. Okay, genau. Davor hatte ich Angst.
Du hältst jetzt dein Signal nicht ein. Ich habe gerade einen meiner wichtigsten Züge vernichtet. Alter, no, ich brauche mir. Boah, die Zeichen. Oder ich stelle neue her. Wie viel kostet mich denn so ein Highspeed-Zug? 80 km/h, der kann 120. Hä, was ist denn die besser? Ah, der ist billiger. Asche an. Ah, okay, es wird in die Richtung teurer. Der kann 145 Tonnen nur ziehen, ist aber halt schneller. Der kann 150 Tonnen ziehen. Also rein theoretisch sollte ich auf die hier setzen. Kann ich das sowas machen wie eine Kombinationsfahrt oder sowas? Also bis zu 100 Meter, ich glaube 120 Meter sind meine Bahnhöfe aktuell. Bedeutet, du wirst so lang kaufen. Und du kommst auf die Holzlinie. Sagt willkommen zu unserem neuen Zug. Und wir haben wieder einen Stau. Nice. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.